Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tales Herz des Waldes. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet. Wir müssen Ellie mal wieder beschützen vor der großen, fiesen, bösen Miezekatze Lolly. Wir haben sie in einen Schlaf versetzt. Sie träumt jetzt von Thunfisch und rennt über die Wiesen mit ihrem Thunfisch im Mund. Überall regnet es Breckis. Sie ist im Traumland. Ja, jetzt müssen wir den beiden hier erstmal wieder helfen und sie befreien. Max, why is it always you who helps me? Save the princess and I'll follow you. I found this. It might help you. Go! Ja, gib her. Diesmal rennst du nicht wieder weg. Das kriege ich leider nicht ab. Oh, der arme Hase. Lolly. Okay, da oben ist ein Taler. Sehr schön. Da ist auch noch ein Sammelpüppchen. Wie sind wir denn momentan? Ich gucke immer mal wieder. Uns fehlen noch 4 Stück und hier glaube ich nur noch 2. Mal gucken, ob wir es schaffen. I don't know. Da brauchen wir 3 Stück. Das sieht voll süß aus. Voll aufgeplüscht. Da ist das eingenäht. Das kriege ich leider nicht ab. Noch nicht. Und hier dürfen wir wieder Sachen sammeln. Und versuchen wir das doch mal. Da ist ein Puzzleteil. Was brauche ich denn noch? Ein Stern auch? Nö. Schade. Aber eine Feder. Das ist ein Marienkäfer. Eine Briefmarke brauchen wir auch. Da fehlt ein Teil von der Schere. Die ist auch sehr hübsch. Eine Nadel. So, einfach mal eben abreißen hier. Eine Musiknote. Ach, die ist da hinten. Ja. Eine Schraube. Da ist der Knopf. Das eine ist irgendwie noch versteckt, oder? Ach, die Spitze fehlt, ja. Da haben wir dann auch den Pfeil. Und irgendwas Rundes. Ach, das ist der Würfel. Okay. Was kriegen wir dafür? Die klebrige Schere. Okay. Bin immer noch gespannt, was wir mit der Vogelfeder machen müssen. Ach, guck mal hier. Das ist König Oliver. Was müssen wir tun? Setze die Teile des Bildes wieder an ihren richtigen Platz, um die Geschichte zu hören. Achso, da ist natürlich König Oliver. Die Sonne gehört auf der anderen Seite, so wie diese hier. Und da fehlt noch die Laterne. Once before, rats and mice were at war, which lasted for many generations. However, after Rattus Ratburn was appointed the first rat advisor to the Mouse Kingdom, the tense relationship between the two races simmered down. Da kommt das hin. Peak. Ach nee, Kreuz meine ich, Entschuldigung. Und die Brille kommt zu ihm. No one knew the real intentions of the new advisor, and they all slowly began to trust him, despite the increase in taxes, growing drought in the land, and his obvious great influence over King Oliver. Over time, a rumor spread that the real power lay in the paws of Rattus. Genau, das habe ich ja auch schon gesagt. Rattus hat König Oliver
in seinen Besitz gezogen. Er hat ihn, wie man hier sieht auf dem Bild, wie eine Marionette benutzt. Da ist der Pilz, eine Axt und ich weiß gar nicht, was das sein soll jetzt hier. Ach, ein Paddel. Behind everyone's back, Rattus devised a devious plan, where he deceived the beavers to build a dam and block the water getting through to the Mouse Kingdom, slowly killing the plants and reducing food. His plan was to build the dam to the point where no water comes through, and with one powerful explosion, flood everything south of it. Das war also sein wahrer Plan. Und wir wissen jetzt davon. Und wir werden es verhindern. Definitiv. So, die tun wir hier rein. Das kennt man schon. Ich lese trotzdem vor. Drehe die Sterne, bis alle Kristalle zwischen zwei Sternen die gleiche Farbe wie die Sterne haben. Das kennt man, ne? Man muss die so drehen. Hier passt es jetzt zum Beispiel nicht. Also lila wird es hier nicht sein. Ne, das passt auch nicht. Muss man mal eben ein bisschen überlegen. Da rot wäre hier auf beiden Seiten. Ich versuche mal eben rot. Das bringt uns aber nichts. Haben wir gelöst. Es geht hinein in den ersten Stock. Und da ist noch eine Münze. 15 von 16 sammelbaren Münzen. Okay, hier haben wir wieder etliches. Das Blatt haben wir. Da ist der Stern. Windmühlenstock. Hier ist ein Blümchen, süß. Lokomotive. Der Haarkamm, wo ist der denn? Das war der Schlüssel. Ah, ne. Wo ist der Haarkamm? So klein war der jetzt auch nicht. Ich würde gerne die Kekse mitnehmen. Die sehen lecker aus. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Nummer 3. Eine Uhr. Ein Papierflugzeug. Glocke. Die ist da. Oh, die Rose ist verschön. Die ist hübsch, die Rose. Aber ich nehme die Juwelen lieber mit. Und ein Band. Da haben wir alles. Und wir bekommen die Nummer 3. Sie lässt sich nicht öffnen. Da haben wir eine Haarnadel. Die ist groß genug. was mache ich damit? Okay, dann ist die nicht mehr verklebt. Das ist gut. Was ist das? Was? Wähle die Nägel aus, um sie herauszuziehen. Ziehe alle Nägel heraus. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Ja, okay. Ich wusste eben gar nicht, was die von mir wollten. Gottes Willen. Das sind, wenn ich den oberen drücke, dann ist das der. Das sind alle drei. Super, sehr schön. Achso, und dann geht's in den zweiten Stock. Alles klar, ich will hier aber nochmal gucken. Dieses Kissen ist voll mit weicher Baumwolle. Oh nein, ich muss das kaputt schneiden. Naja, so schön ist das Kissen jetzt auch nicht. Toll, nur deswegen? Eine geeignete Flüssigkeit.
Okay. Haben wir jetzt noch nicht. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Naja. Oh, ein kleiner Pirat. Den will ich mir genauer angucken. Leider kann man sich den nicht groß angucken. Aber wir haben schon eine ordentliche Sammlung zusammenbekommen. Ich sehe einen Haken da oben, aber ich muss etwas daran befestigen. Vielleicht den Köder? Nein. Das Seil. Was ist das? Das müssen die vorläufigen Pläne für den Damm gewesen sein. Ja, er wollte das ganze Dorf überfluten. Das war sein Plan. Mit der Büroklammer geht das. Das ist ein guter Trick. Kann man den echt auch gut anwenden. Ach, da ist noch was. Was ist das? Ah, die Nummer 3. Gott, da wollen noch voll viele Zahlen für. Farbentferner. Das ist bestimmt für den Schwamm hier. Für die Baumwolle. Farbentferner. Ich weiß jetzt nicht. Ah, hierfür. Genau, da haben wir es ja gleich. Ist das hierfür? Ich weiß es noch nicht. Bleistift, Häkelnadel. Ja, ja, da haben wir ja noch einiges zu tun hier. Da kommen wir so nicht ran, ne? Hm, Versteck der Katze. Ah ja, ihn haben wir ja auch noch, stimmt. Dann können wir den Hasen endlich befreien. Weg damit. Und die Nummer 7. Dann ist Mr. Hoppel endlich befreit. Das ist natürlich sehr gut. Ich finde, die Treppe ist voll cool. Und die 7 haben wir da. Da fehlen immer noch 2 Zahlen. Ist das ein Teebeutel? Voll riesig. Da haben wir auch noch was, aber ich weiß nicht. Mit der Häkelnadel ging das nicht. Was anderes? Ich habe eine Vogelfeder, aber damit geht das auch leider nicht. Ah, stimmt, hier hatten wir auch noch was. Dafür ist das. Ja, natürlich. Hatte ich schon fast wieder vergessen. Jetzt haben wir aber so einen Anker. 2 von 3 haben wir aber erst. Vor dem Turm. Ah, hier ist auch noch was. Die Nummer 9. Und da fehlen die 3 Anker. Okay. Gut, dann bringe ich die 9 erstmal nach oben. Dann haben wir die schon aus dem Inventar draußen. Eine Zahl fehlt dann noch. Hier war jetzt nichts mehr, ne? Wie gesagt, man kann immer leicht was übersehen. Da hängt ein Hammer. Es ist innen verriegelt. Vielleicht kann ich etwas hindurch... Was? Ziehen. Ja. Und da ist noch ein Anker. Sehr schön. Der ist hierfür. Ja, das haben wir schon mal. Und die letzte Zahl. Dann können wir endlich nach oben und dieses schöne Rätsel machen. Passe die Zahlen in den Rahmen so an, dass ihre Summe jeweils der Zahl entspricht, die auf dem Holz dazwischen geschrieben steht. Wir probieren es. Ich bin nicht so der Zahlenexperte. Also diese Summe muss dann quasi 13 ergeben. Wir versuchen das einfach. Das ist viel Rechnerei, so im Kopf und so, aber wir versuchen es. Wir müssen irgendwo anfangen. Was ist denn... Na, die 10...
Huch, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich... Das würde die 10 ergeben. Wir müssen es ausprobieren. 4, 4 sind 8. 11. Warte mal, 4 und das sind 7. Vier sind 8. Ja, passt. War ganz gut. Seitenzimmer. Und da war der Rathaus. Und ein Püppchen. 18 von 20. Also wir sind relativ am Ende. Aber wir dürfen Lego suchen. Die Dinger sind immer ziemlich fies, wenn man darauf tritt. Das ist richtig gemein, wenn man auf so Lego-Steine tritt. Ich habe auch immer gerne mit Lego gespielt, muss ich sagen. Da haben wir auch schon alle. Das hat Spaß gemacht. Hä? Warte mal. Ach so. Aber warte mal, den machen wir mal eben nass. Da können wir dann gleich an. Aber wir brauchen einen Griff. Den haben wir jetzt natürlich nicht. Damit können wir das sauber machen, oder? Oder was ist das? Was ist das? Ach, mit Wasser geht das nicht. Okay. Mit Wasser kommen wir da nicht weiter. Aber hier, dafür ist der Schlüssel. Seife. Reicht Seife hier aus? Das ist zu schwer für mich. Ich sollte etwas finden, um es abzustützen. Mit dem Bleistift. Und da haben wir den Türgriff. Das machen wir dann gleich. Den werden wir gleich befestigen. Und dann werden wir Rathaus hinterhergehen. Ich bin gespannt, wie lange das Spiel noch gehen wird. Vielleicht sind wir im nächsten Part schon fertig. Eventuell. Ich bin gespannt. Wir wollen die Prinzessin auf jeden Fall retten. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Ich würde mich selber euch freuen. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Eure Inorea P.